So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir den Lenker von der Lowrider ST um. Und wenn ihr sehen wollt, was dabei rumgekommen ist, dann bleibt dabei. So, der Lenkerumbau ist schon seit einigen Tagen im Gange und ist schon einiges passiert hier. Und zuerst haben wir den alten Lenker auseinandergenommen. Ich lasse das jetzt alles weg, weil es einfach den Rahmen des Videos sprengen würde. Wenn ihr wissen wollt, wie man so einen Lenker auseinandernimmt, guckt euch gern das Video von meiner Fatbob an. Ist eigentlich im Prinzip dasselbe. Genau. Und danach war es so, dass der Benny auch da war in der Werkstatt bei mir geholfen hat. Und hier die Reißer von Thunderbike zu verbauen mit der Harley-Davidson Motobar. Allerdings war es da so, ich habe mich auf die Maschine gehockt und habe dann meine Arme drauf gemacht und dachte mir, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, weil ich schon Schulterhöhe wollte. Und der Lenker hier, der war nur einen Tick höher zum Schluss als der originale Lenker. Darauf gehen wir auch gleich ein. Der Reißer ist zwar deutlich höher als der originale, aber der Lenker ist viel flacher. Das heißt, die Kombination mit dem neuen Motobar-Lenker und dem Reißer war ein Tick höher als Original-Setup. Und dann ist es eigentlich gar nicht, eigentlich unnötig gewesen, Umbau. Genau. Ja, okay. Dazu muss man sagen, ich mache es ja nicht nur wegen der Höhe, sondern auch wegen der Ergonomie. Mhm. Weil der originale Lenker, auf der Kamera hoffentlich sieht man es so, der geht voll so nach oben. Ne? Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du auf der Maschine fährst, dann hältst du deine Hände nicht so, sondern die sind quasi so. Ja, okay. Je nachdem, wie der Lenker halt geneigt ist im Reißer. Das, den einen oder anderen stört es nicht. Mich hat es unheimlich gestört von der Ergonomie her. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich hier einen dritten Lenker bestellt. Und zwar ist es der Buildwell Tracker High. Den hat mir auch der Benny ans Herz gelegt. Und der ist halt quasi von der Optik her wie der originale, ohne diese scheiß Neigung. Also richtig geil. Und wenn ihr jetzt den hier vergleicht mit der Harley-Davidson Motobar, dann seht ihr auch deutlich höher. Ja, klar. Und das wird ein ganz anderes Fahrgefühl am Ende geben. Und das sagt. Hier sieht man auch, dieser Stummel hier ist viel länger als beim Original. Ne? Genau, der Bereich, den du gerade gezeigt hast, ist hier bei dem hier ein bisschen länger als beim Original. Ja. Und dadurch neigt sich der hier auch nicht so an den Griffen so nach oben. Ja, genau, hier geht's halt, hier muss es halt steiler nach oben gehen, dass du halt die Höhe auf dieselbe Höhe kommst. Ne? Genau. Ja, genau, deswegen. Deswegen, genau. Und jetzt ist es aber so, dass man für diesen Umbau die Kabel verlängern muss. Es gibt von Harley-Davidson für die Bedienelemente und den elektrischen, also Throttle-by-Wire-Ding, gibt es Verlängerungskits. Aber, und das ist das Krasse, für den Tacho hier, den es bei der Breakout, Street Bob und Lowrider ST eben gibt, gibt es keine Verlängerung. Heißt das, dass man die selber machen muss? Also es gibt Kits aus Amerika, die würden aber dauern. Und bei mir ist es so, ich will die Maschine so schnell wie möglich fertig haben. Mhm. Ich habe nämlich den Umbau angefangen, als ich die Teile bestellt habe. Und weil ich muss die Maschine auch abgeben, theoretisch, die nächsten Tage. Und ich hatte keine Lust zu warten. Deswegen habe ich das selbst in die Hand genommen. Ne? Mhm. Hab die Dinger quasi in der Mitte durchgeschnitten. Nicht alle im selben Bereich. Danke, Benny, nochmal für den Tipp. Sondern immer so ein Stück versetzt, damit das Kabel nicht zu dick wird an einer Stelle. Und habe da mit einem 0,75er Quadratmillimeter Kabel, habe ich dann eben hier eine Verlängerung eingelötet. Vorher gemessen, wie lang es sein muss. Mhm. Und das hier ist jetzt zum Beispiel das Tachokabel. Ne? Kannst du nochmal zeigen? Ich habe das mit Schrumpfschläuchen innen halt gedingst und dann zum Schluss mit Isolierband isoliert halt. Ne? Mhm. Also ich denke, es ist relativ gut geworden, dafür, dass ich das erste Mal gelötet nicht, aber so Kabel verlängert habe. Dasselbe habe ich auch mit den zwei Bedienelementen gemacht. Und das einzige Verlängerungskit, das ich gekauft habe, ist das vom Gaszug oder Gaskabel, weil der Stefano von Rhein-Neckar hat mir das irgendwie erklärt, da sind irgendwie zwei gegenläufige Kabel oder irgendwas hat er erklärt, ich will nichts Falsches sagen und deswegen hat er gesagt, hol dir da lieber das neu. Und ein Riesenvorteil von der ganzen Geschichte ist auch, die Reißer hier von Thunderbike, ich habe keine Ahnung, warum die es so konzipiert haben, aber der Durchgang ist so klein, ihr kriegt... Das ist der Durchgang. Wo die Kabel dann durchkommen, ne? Hier sitzt der Lenker drin. Und ihr kriegt das originale Kabel, kriegt ihr keine zwei Kabel dadurch, das geht nicht. Guckt euch mal an. Aha. Das hier ist jetzt so dünn und tight, wie es geht. Ja. Und jetzt guckt euch mal an, wie das da drin sitzt. Guck, so kriegst du zwei Kabel durch. Ja. Aber mit dem Setup von, halt, ne? von dem originalen Harley-Kabel keine Chance. Keine Chance. Ja. Geht einfach nicht.
Und also das ist schon drauf quasi ausgelegt, dass man auch alles wieder neu verlegt. Ja, ne? Die machen das, denke ich. Ja, ja, klar. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie sich einen Tick breiter gemacht haben oder vielleicht einen Tick tiefer. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es, keine Ahnung, TÜV-Norm oder so, dass es so stabil sein muss. Aber oder Digga, sowas. Guck mal, was für ein Klopper das Ding ist. Wir leben hier in Deutschland, hier gibt es Normen, die muss darüber man erfüllen. Darüber haben wir vor ein paar Tagen geredet. Ja, die muss man hier erfüllen und dann... Wir haben mit Dan gesagt, eigentlich sind die besten Tuner in Deutschland so, allgemein Auto, Motorrad, egal, weil die sagen, ey, Tuning ist zu einfach, wir legen uns selber Steine in den Weg, der Gesetz, also mit Gesetzen, damit es ein bisschen interessanter wird. Nee, Fall. Aber du hättest diese Fläche ein bisschen verkleinern können und das nach unten erweitern können. Ich sag dir, 2-3 mm nach unten, 2-3 mm nach außen und du hättest schon viel größeres vielleicht Loch. Vielleicht haben die auch gesagt, keine Ahnung, Style über Funktion oder so. Das ist aber die Innenseite, das sieht ja keiner. Hier. Das sagst du. So ist das am Ende verbaut. Und dann ist der Lenker noch oben drauf. Jetzt hör auf, die zu verteidigen, das ist scheiße gemacht. Punkt. Aber was für einen Tipp ich euch noch geben kann, ne? Das muss man auch nochmal erklären, ganz wichtig, gerade für die Leute, die es selbst machen wollen. Ich bin jetzt nicht drauf reingefallen, aber ich habe nicht drauf geachtet. Diesen Reißer kannst du bestellen hier mit einem, ich nenne es jetzt mal Lenkeraufsatzfläche, wie es auch immer heißt, also Durchmesser. Von 1,25 Zoll haben wir jetzt hier. Mhm. Ne? So, der hier, die Harley-Davidson Motorbar hat auch 1,25 Zoll, okay. Das heißt, es passt perfekt. Der originale Lenker. Achso, 1,25 Zoll Riser mit 1,25 Zoll Lenker. Bar Lenker passt perfekt. Also hier am Ende sind sie alle 1 Zoll, ne? Okay. Ist klar. Ja genau, aber hier die Verdeckung. Hier ist 1,25 Zoll und das passt perfekt. Okay. Der originale Lenker zum Beispiel hat nur 1 Zoll. Ja. Das heißt, das geht gar nicht. Ja. Jetzt der Lenker, für den ich mich entschieden habe, der hat 1,25 Zoll. Okay. Das heißt, der ist immer noch ein bisschen zu schmal für die Reißer, was ich nicht wusste. Aber wir verbauen den Lenker jetzt trotzdem, damit ich die ganze Kabellage fertig mache. Und voraussichtlich kommt morgen so Adapterplatten von Heinz Bikes, die ich bestellt habe. Das sind dann Spacer quasi, die du dazwischen legst. Mit ein bisschen TÜV. Gutachten. Mit TÜV, Gutachten. Für heute werde ich jetzt diese Schutzschicht, die beim Lenker gekommen ist, werde ich mir so zwei solche Dinge rausschneiden und werde den Lenker für jetzt so montieren. Ich werde ja nicht fahren. Ja. Es geht nur darum, schon mal die Kabel zu verlegen. Die Bremsleitung muss dann auch noch verlängert werden. Das machen wir mit einem separaten Video. Und die Spacer kannst du jetzt dann quasi später einfach austauschen. Genau, das ohne ist easy. Probleme. Okay. Dann schraube ich es nochmal auf. Du oder sonst wer hält einfach den Lenker und in der Zeit tausche ich es aus und schraube es wieder fest. Okay. Ne? So. Genau, aber es gibt diese Reißer, darauf wollte ich hinaus, die gibt es auch in einer 1 Zoll Variante und da könnt ihr zum Beispiel auch den originalen Lenker weiterfahren. Mhm. Das heißt, bevor ihr da bestellt, guckt auch, was für einen Lenker ihr haben wollt und sonst was. Ne? Mhm. Bei mir hat es gepasst, weil ich ja diesen Lenker haben wollte, weil das cool aussah, den Harley-Davidson Motorbar, genau. Aber der ist mir zu flach, ich will ein bisschen höher hinaus. Genau. Das konnte ich nicht wissen und da ich jetzt schnell, das, was heißt schnell, aber ich habe jetzt keinen Bock, das zurückzuschicken und das zu machen und sonst was. Das dauert mir zu lange, habe ich einfach die Spacer bestellt und gut ist. Aber die sauberere Lösung wäre natürlich, wenn es direkt passt. Informieren, alles zusammensuchen und dann einmal bestellen. Genau, und die Reißer gibt es inzwischen in 6, 7 und 8 Zoll. 6, 7 und 8 Zoll. Das hier, Entschuldigung, nicht 8, 9. Das hier ist jetzt 9. Das ist 9 Zoll, das höchste dann. Genau, würden Sie 10, 12 anbieten, würde ich auf das nehmen. Alright. Wobei, ich will am Ende nicht so fahren, ne? Wirklich Schulterhöhe, also angenehm, neues. Mhm. Genau, jetzt haben wir sehr viel gelabert, jetzt geht's aber los und wir fangen damit an, dass wir eben die Kabellage durch den Lenker führen. So, noch ganz kurzer Disclaimer, Leute, wegen den Lötstellen. Ne? Hier, ihr dürft eins nicht vergessen, ihr schneidet und lötet dann in den CAN-Bus-Leitungen. Ne? Und da ist es ganz wichtig, dass ihr bedenkt, wenn ihr kalte Lötstellen habt oder zu dicke Klumpen macht oder irgendwelche Klemmen benutzt, dann könnte der Widerstand zu hoch sein, euer CAN-Bus funktioniert dann nicht. Ne? Deswegen, also ich bin immer einer, traut euch ran. Das war auch das erste Mal für mich CAN-Bus. Ich bin nicht der Lötprofi so. Aber wobei, ich muss sagen, ich löte jetzt schon professionell seit 4 Jahren und ich habe bestimmt in der Zeit 20 Mal gelötet. Also ich bin da schon, also ich bin halt aber auch jemand, ihr kriegt es ja in meinen Videos mit, ich traue mich da ran und mache einfach. Traust du dir zu erklären, was ein CAN-Bus ist? Ein CAN-Bus ist einfach nur, ich glaube, ein Kabelbaum, wo auch so ein bisschen miteinander kommuniziert, so dass hinten weiß, was vorne macht, dies, das und so. Weiß ich mal, dumm ausgedrückt. Ist nicht einfach so, dass ein Signal von da hingeschickt wird, sondern ist es schon so ein bisschen, dass das Ding dann miteinander kommuniziert. Okay. Googelt's einfach, vertraut mir nicht. Und, Digga, wenn jetzt irgendjemand, der Ahnung hat, das Video guckt, denkt, dass ich... Hätte ich verkackt? Oder wir wissen noch nicht, ne? Wenn ich jetzt gleich alles anschließe und nichts passiert, dann habe ich verkackt. Linkes Bedienteil mit dem Tempomaten, damals 325 €. Das rechte kostet, glaube ich, 200 noch was, Richtung 300. Das heißt 600 €. Fuck.
Genau. Wie gesagt, Gaszug habe ich aber gekauft und das muss ich noch suchen. Aber wir legen jetzt los mit den Kabeln durch Lenker. So Leute, jetzt haben wir hier die Bedienelemente, die Kabel da. Perfekter Moment, um euch nochmal aufzuzeigen. Ne? Ihr seht, so dick ist das Originale. Ne? Die hier war ein bisschen, oder hier seht ihr es auch, das ist noch die originale Ummantlung. Und hier seht ihr meine. Ne? Das ist ein Unterschied, gerade wenn du das dickste und das dünnste hier nimmst. Wie Tag und Nacht. Oh ja. Und gerade wenn der Durchgang so schmal ist, guck mal, allein hier ist schon zu. Deswegen haben wir auch, als wir das andere eingebaut haben, an der Stelle, wo es da war, haben wir selber Hand angelegt. Die Stelle wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr genau da drauf treffen, aber das werde ich dann nochmal aufschneiden, selber ummanteln, damit es ein bisschen enger ist und ich auch wirklich da zwei Kabel durchkriege. Okay. Denn hier, wo der Gaszug ist, muss der Gaszug und das rechte Bedienelement durch. Mhm. Und das ist übrigens die Verlängerung vom Gaszug. Teilenummer. Ja, zack. Ja. So. Also das hier kommt theoretisch gesehen jetzt an Gaszug dran, hier. Mhm. Aber das mache ich zum Schluss, weil das Kabel ist lang genug, dass unten rauskommt. Okay. Aber jetzt wollen wir das, die ganzen Kabel durch den Lenker ziehen, ne? Genau. Wir stehen da. So, Tacho kommt auch weg. Gehst du da so mit Draht dran und ziehst es dann durch? Ich probiere es erstmal so, weil der Lenker ist eigentlich, ich will nicht zu groß reden, relativ easy. Mhm. So, das ist der Gaszug, der kommt natürlich hier durch. Probier es mal einfach durchzuschieben. Okay. Und wie ihr seht, da unten sagt er schon, Kuckuck. Das ist eigentlich relativ easy, ja? Weil es das erste Kabel ist und dann noch nichts drin ist. Ne? Und der Lenker auch keine Biegung hat. Also wenn du an Lenker denkst, die du an der Maschine hast, wo das so geht und dann zack. Ja, klar. Das ist ein Heidenspaß, Brudi. Dafür braucht man dann auch zum Beispiel sowas. Silikonöl. Ja, und Silikonöl, Vaseline, Gleitgel, ihr könnt alles benutzen. Alles, was flutscht. Olivenöl für die Italiener unter euch. Immer wichtig, in der Garage Olivenöl zu haben. So, dann zieht er das hier ran. Mhm. Und zack, das sitzt jetzt hier schon, ne? Hier. Ja, perfekt. Jetzt nehmt ihr euch das Bedienelement rechts, das hier mit dem Kühlswitch und so. Okay. Das ist in die Innenseite auch schon, ne? Was? Das ist jetzt die Innen- und die Außenseite von dem Lenker. Das ist jetzt die, wo zu dir, genau, ja. Ja. So, hier könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es schon tricky wird, weil da schon Kabel liegt. Sag mal, wie das. Okay, das da, ne? Und das ist von dem rechten Bedienelement. Ja. Okay. Ah, ne, es flutscht, geil. Ja, mal, zack, da ist es. Junge, easy. Also nur fürs Protokoll, das läuft nicht immer so einfach, ne? Nicht, dass ihr denkt, oh, easy peasy. Ihr dürft auch eins nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Bei mir wirkt es immer einfach, weil ich ein absoluter Profi bin. Nee, also oftmals schneide ich ja die Szenen weg. Ne? Ich sag's nochmal, als ich damals das Federbein ausgetauscht habe, was jetzt für mich absolut easy ist und ich euch das in einer halben Stunde fertig mache, wenn ich nicht filmen muss, die Maschine stand einfach eine Woche einfach in der Garage, weil ich nicht weitergekommen bin und mir dachte, fuck you. Bin einfach nach Hause gefahren, die Maschine stand da und nach einer Woche dachte ich mir, Digga, du musst das wieder zusammenbauen. Also es ist nicht immer alles so einfach, wie es rüberkommt. Und wahrscheinlich funktioniert es hier auch nur so gut, weil ich das so perfekt ummantelt habe und das Kabel so super dünn ist. Die Schwierigkeit kommt auch hier beim Reißer dann, dadurch, dass du hier die Bohrung hast, dann hier die Bohrung und hier drin ist dann eine Kante. Ja. Hier ist halt alles schön. Ja, hier ist alles so gebogen. Genau, da ist keine Kante, kein gar nichts. Ja, sieh. So und zack. Gehen wir neu lange. Zack, hab das easy. So, das war die eine Seite. Von links habt ihr nur ein Kabel. Das ist jetzt dein linkes, ne? Genau. So, und das geht jetzt hier durch. Achso, falsch. Das muss hier durch. Achso, auf jeden Fall hier durch dann. Ja. Aber das wird auch easy. Zack, guck mal, kommt schon von ganz allein raus. Lass dich mal reinstoßen. Nee. Wenn ihr einfach so reinkommt und nicht mal stoßen müsst, dann wisst ihr, oh, ich sag's jetzt nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr wart nicht der Erste. Digga, das driftet hier schon komplett in eine falsche Richtung ab wieder. Zack. Das war aber auch, muss man dazu sagen, ne? Das war auch der einfache Teil. So, jetzt muss ich aber hier gucken beim Gaszug.
hier müssen wir es verdünnen. Das heißt, du musst es auf die andere Seite. Ja, warte, ich dreh's. So Leute, jetzt müsst ihr mental umdenken. Der Lenker wurde nämlich gerade gedreht, dass ihr es besser sehen könnt. So, der Reißer, der kommt ja ungefähr hier hin, ne? So, das heißt, dass das Kabel, da wo ich es ausgedünnt habe, nicht mehr da drauf trifft, sondern eher hier. Deswegen, ich werde es jetzt aber so machen, dass ich das komplett aufmache. Sieht man's? Ja. Digga, ich will es jetzt nicht verkacken, nur damit die Kamera das einfangen kann. Ich werde es jetzt komplett aufmachen, aus dem simplen Grund, damit es eben auch später dann beim Reißer an der dünnen Stelle ein bisschen einfacher wird. Weil mit dieser dicken Ummantelung passt das Kabel gerade mal so selbst in diesem Durch. Ummantelst du das dann im Reißer nochmal? Ja, ja, ich nehme Isolierband und tue es dann ein bisschen tight ummanteln. Das ist nicht so. Das ist nicht so viel Platz. Es passt nicht rein. Also das ist aber das Original hier noch gewesen. Genau. Ah, okay, und deswegen, ja. Das hier passt gerade so allein durch, ja, okay. Aber ich muss ja noch das reinmachen. Ja, okay, nee, passt. Und das ist ja quasi das schon bearbeitete, ne? Da sieht man den Unterschied. Genau. Noch perfekter wäre es natürlich, ne? Wenn ihr zum Beispiel hier das auspinnt und dann durch das, hier, das den Stecker auspinnt und statt jetzt hier mit Isolierband, ne? Dann nochmal einen ganz langen Schrumpfschlauch nehmt. Und dann den drüber macht. Ja. Aber das Auspinnen und so, das ist immer so eine Sache, ob man dann die Kabel wieder in die Pins reinkrimmen kann. Da musst du Pins holen. Und das ist jetzt bei mir ein Zeitding, ne? Also wenn ihr Zeit habt, dann entscheidet euch für die. Also, das muss man dazu sagen. Variante. Die eleganteste Lösung wäre, ihr nehmt das Kabel, pinnt es oben und unten raus, auch aus dem Stecker. Dann nehmt ihr euch ein Kabel, also so 0,75er Quadratmillimeter Kabel. Die Länge, die ihr braucht. Lötet die oben wieder ein, macht unten die Pins wieder dran, steckt die Pins in den Stecker und dann habt ihr ein schönes Kabel ohne Lötstelle, ohne nichts und auch nicht ohne hier eine originale Verlängerung oder so. Ne? Das wäre die eleganteste Lösung. Aha. Und ich denke, so macht es dann auch eine professionelle Werkstatt so. Aber ja, es ist halt bei mir aus Zeitgründen und Ding. So, warte mal, hier haben wir das. Ihr müsst euch vorstellen, ne? Das ist jetzt alles, wann haben wir die Maschinen auseinander genommen? Vor 10 Tagen? Ostern halt, ne? Von der Woche oder so. Von der Woche, ja. Und das ist halt, deswegen, ja, genau von der Woche. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo, wie, was und muss mich selber rantasten. Ja, genau 7 Tage her. So, ich schneide das jetzt ganz auf, ummantel das und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. So, jetzt haben wir hier nochmal, ich habe das Kabel gedingst und hier seht ihr nochmal, wie dick das Original ist und wie dick jetzt mein Kabel ist. Ja. So, dann nehmen wir uns den Reißer für die rechte Seite. Genau, musst du kurz umdenken und führen das, ich probiere es mal eins nach dem anderen. Guck, da merkt ihr schon. Ah. Klappt nicht, ne? Es kann sein, dass ich hier auch noch mal isolieren muss, also sprich, das so ein bisschen versteifen muss, aber ich probiere es mal. Was ist, wenn du die Pins hintereinander machst? Also aktuell sind sie so nebeneinander blockiert. Nee, die sind hintereinander. Ach so, die sind hintereinander. Ich muss es nur ein bisschen versteifen, dann geht's schon durch. Okay. Das heißt, Isolierband-Action? Ja, ich nehme mal das andersfarbige. Damit ich weiß, was wieder abgezogen wird. Gibt es da irgendwie so ein spezielles Isolierband, wo man drauf achten muss oder so? Nee, ich habe ja auch hier jetzt irgendeine Marke von, also ich habe keine Ahnung, was es ist vom Bauhaus. Halt. Vom Bauhaus, ja. Es gibt bestimmt Gutes und Schlechtes, aber. Achso, du mantelst jetzt einfach alles, dass man das durchflutschen kann. Okay. Dass es einfach ein bisschen steifer ist ja. Und nicht so an den Knie. Auch die Pins, ne? Ja, okay. Der pragmatische, der allererste. Der aller, ja, genau. Und jetzt kommt es hinten raus. Ab. Das Problem ist, das war jetzt der einfache Teil und jetzt hier noch der zweite. Vielleicht wäre es auch schlauer gewesen, wenn du die aneinander gebunden hättest. Ja, ja, weil später komme ich nicht durch, warte mal. Ja, eben, du musst die quasi so bei Halbmast anbinden und dann hinterher ziehen, ne? Zum Beispiel. Genau so. So, hier an der dünnen genau. Stelle. Ja. So läuft es ab hier. Sag mal. Hier,
Wir haben ja die Kamera gestoppt. Ich habe es noch mal ein bisschen tighter, ein bisschen enger zusammengeschnürt. Habe die Kabel ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Und voilà. Also und ein bisschen Silikonspray. Und zack, war das Zeug durch. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Geduld. Geduld ist ganz wichtig. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Und du lachst, ne? Weil ich bin einfach so, ich bin direkt am Eskalieren, ne? Also ich habe die Mutter von dem Reißer schon so oft mit ins Spiel geholt hier. Aber selber schuld, Mann. Aber gut, dass es hier drin so eine Kante entsteht und dass es hier drin nicht ganz so locker ist, okay. Dafür habe ich Verständnis, ne? Aber dieser Durchgang ist das, was ich Van der Bike vorwerfe. Mhm. Also falls irgendeiner von euch das Video sieht, gerne kommentieren, warum das so ist. Ich sag immer noch wegen TÜV. Bestimmt, das ist Schwachsinn. Bestimmt gibt es irgendeine Norm, die sagt, ey, ja, es muss so und so das sein. Ist, das ist tatsächlich so. Es gibt bei so Durchgängen, jetzt ohne Witz, das Paragraph 18, ich habe es nämlich deswegen nachgeguckt, Absatz 4, das heißt, man muss das Loch so gestalten, dass, wenn Leute das selber machen, dass sie sich aufregen. Was für eine Norm soll es geben, Digga, dass das zu dünn sein muss? Wenn du hier 3 mm erweiterst den Radius, oder 5 von mir aus, und diese Kante hier, 2 cm oder einen halben Zentimeter. Guck mal, aber das Design halt, ne? Deswegen sage ich, du jetzt diese Kante einen halben Zentimeter runter, es hätte keinen Schwanz gejuckt. Vor allem, weil es die Innenseite ist. Vielleicht den Designer? Nee, auch nicht den. Vielleicht ist der Designer auch der Chefingenieur von denen und sagt, ja, das muss so. Das kann nicht sein. Niemals ist ein Designer ein Ingenieur, Digga. Das nehme ich immer zwei hier. Das Gute und Böse. Ja. So, auf jeden Fall habe ich durchgekriegt. Lass mal hier aber noch ein kleines Stückchen. Ja, das wird trotzdem eng, aber es wird schon klappen, ne? Mhm. Nein! Ja, Mental Breakdown. Ich rast aus. Was denn? Das hier ist der Reißer, der eigentlich hier dran kommt. Nein, du Opfer. Hast du das falsch gemacht? Im Grunde sind die baugleich, aber hier, die Beschriftung, die Nummer, die würde jetzt nach außen zeigen, ne? Ich zeig's euch mal am Bike. Komm mal rüber, Brudi, geh mal hin. Von hier. So, ich wollte es eigentlich so montieren. Wenn du jetzt von außen guckst, keine Nummer. Ja, wenn klar, du jetzt natürlich von innen guckst, ist Nummer, ist klar. So, jetzt ist es aber so montiert. Ja, das ist halt. Digga, aber cool. Man sieht es eigentlich nicht. Erstens siehst du es schon so nicht. Dann habe ich hier das Windschild, das bis hier hinkommt. Geh mal zurück. Ich meine, wenn du auf Thunderbike-Logo stehst, dann kannst du es ja drauf zum Flexen halt rauslassen, ne? Nee, ich werde es mit Edding bemalen. Nee, aber das Windschild kommt hier. Nee, den Fick gebe ich mir jetzt nicht nochmal. Okay. Oder? Ah, das wird schon belassen, Digga. Jetzt hättest du die Chance. Ich glaube, ich würde es nochmal rausziehen. Warte, wie viel Uhr ist? Oder? Ja, zum Glück haben wir früh angefangen, Brudi. Aber gut, das dritte Projekt heute werden wir nicht schaffen. Also, würdest du es machen, dann würde ich dir sagen, Digga, reiß dich jetzt zusammen und mach's, Digga. Jetzt einmal 10 Minuten den Fick geben und dann hast du erledigt. Genau, mach. Aber da ich es machen muss, denke ich mir, Digga, ich finde die Schrift eigentlich cool, die kann nach außen zeigen. Wir machen es nochmal raus. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, das Kabel ist endlich durch. Ich sage euch, das zweite Mal jetzt hat deutlich länger gedauert als das erste Mal. Wir haben sogar Kriegsverwundete, sollte man nicht sagen in der aktuellen Zeit. Wir haben sogar hier einen Verletzten mit Dan, weil er hat von hier das Kabel reingedrückt. Ich habe von hier unten so ein bisschen mit der Schnur gezogen. Und als es nachgedingst hat, zack, ist er hier. Er sagt, das ist aber scharfkantig hier. Ja, das tat nicht so gut. Ja. Von der Skala 1 bis 10, wie schlimm ist es? Schon eine 11,5. Okay, so jetzt isoliere ich das hier ab und dann machen wir dasselbe mit der anderen Seite. Das sollte deutlich einfacher gehen, weil wir hier das dünne Kabel haben und das dünne Tachokabel kommt da auch durch. Mhm. Genau, und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo. So Leute, die Kamera steht jetzt dort, weil das macht ihr am besten zu zweit. Brudi, komm du hier rum, nimm du den Lenker und ich nehme die Reißer. Ja. Und am besten, Moment, berührt sich das Ganze nicht. Ups. Lass sie hängen. Greif einfach den Lenker. Ja. So. So, am besten, wie gesagt, macht ihr das zu zweit. Alleine wird es schwieriger. Ah, jetzt wird es schwierig, Digga. Moment, bleib. Muss ich drehen. Ja, Moment, bleib du erstmal. Lass mich erst die Kabel durchführen. Ja. Ich muss den Lenker jetzt aber drehen. Warte. So, greif um. Ja. Zack.
Vorsicht, nicht zu hochziehen. Hey, okay. Ich hab. So. Dann steckt ihr das rum. Wie gesagt, dadurch, dass die Spacer noch bei mir kommen, werde ich das Ganze jetzt ein bisschen dingmäßig machen. Das ist ein Stück von diesem Stoff, wo der Lenker mitgekommen ist. Ich werde das jetzt einfach so hier rumlegen. Um den Platz auszufüllen, dass es nicht rumwabbelt. Genau, weil wie gesagt, ich werde nicht fahren. Es geht gerade nur darum, wirklich alles andere zu regeln. So Leute, jetzt haben wir soweit die Armaturen hier festgemacht. Das Jekyll & Hyde Kabel haben wir jetzt hier, haben es hier am Rahmen entlang verlegt. Was wir jetzt machen werden, ist die ganzen Kabel hier anschließen, dann das ganze Zeug reinstecken, den Tank draufsetzen und dann werden wir mal, ohne das hier weiter zu montieren, die Maschine anschmeißen und gucken, ob meine Lötdinger, Lötstellen alle Babäne sind. Mal gucken. So, ihr seht schon, ich habe das Ganze ausgemessen. Das ist das Kabel, was ich von Harley-Davidson gekauft habe. Die hatten leider nur diese Länge da. Ihr seht, hier hätte ich vielleicht 5 cm gebraucht. Aber wir hatten halt nur das da, ist aber auch egal, stecken wir einfach hier rein. Und die Kabel, die ich gelötet habe, wunderbar, guckt es euch an. Top gemessen. Und der Lenker ist gerade, ich sag mal, zu 50% rechts eingeschlagen. Ne? Mhm. Und ihr seht, ich komme bis hier hinten hin, muss aber nur bis hier hin. Also, Babäne. So, jetzt eigentlich im Grunde genommen einfach, ne? Alles einstöpseln und dann kann man starten. Also Tank muss noch drauf, ne? Ja, das war. Und dann kann man starten. So, fangen wir mit den kurzen Kabeln an. Aber hier, das Weiße, das leuchtet relativ. Ich glaube, die sind so, dass du nichts falsch reinstecken kannst, ne? Ja, die haben so. Nur einen Clipper. Das ist ein 6-facher Stecker. Das müsste der hier sein. Dann der hier. 4. Kommt hier jetzt nicht unten rein. Ja, Leute, das ist dann relativ selbsterklärend. Genau, der Stecker war ja lose. Ja. Und dann haben wir hier, sieht man es? Hier 2. Mhm. Und dann kommt dann eben der da rein, ne? 1. Das ist ein bisschen schwierig zu zeigen, aber wenn ihr davor seid, dann eigentlich müsst ihr das richtige Loch finden. Zack. Und das ist sehr wichtig, weil da sind sie immer sehr sensibel. Zu Recht. Es kann nämlich echt nach hinten losgehen. So, dann stecken wir hier alles rein. So, das ist halt hier ein bisschen fummelig, aber muss halt, ne? Muss. Das ist halt scheiße, dass sie das jetzt miteinander verbunden haben. Dieses Stück hier mit dem. Was ist das? Also ich zeig's nochmal. Nee, das Gummiteil, für was ist das? Bei der Fatbob war es so, dass dieses Gummiteil an sich war. Jetzt haben sie das hier durch so eine Platte, die jetzt mit diesem Verteiler, sage ich mal, zusammen verbunden ist. Mhm. Ich überlege gerade echt, ob ich das einfach durchschneiden soll, weil dann steckst du alles rein, klappst es zu, wie bei der Fatbob. Ist eigentlich viel einfacher. Aber ich probiere es erstmal, bevor ich hier Sachen auseinandernehme, die eigentlich nicht auseinandergenommen werden müssen. So, also rein damit. Da müsst ihr halt, ne? Da führt kein Weg drum rum. Da müsst ihr halt fummeln. Das hört sich alles falsch an. Na was? Ein bisschen fummeln ist immer gut. So Leute, die Kabel sind soweit alle montiert und angeschlossen, wie ihr sehen könnt. Schön wieder, wunderbar. Und jetzt schließen wir hier Strom. Tankventilation oder wie man das nennt. Ventilation. Oder Lüftung, wie nennt man das? Ausgleichsschlauch, Ding. Ruhe. Und hier der Tankanschluss an sich, ne? Also Spritleitung. So, wir stellen die Kamera mal hin. So, Brudi, hier. Pack du den wieder an. Geh gerade auf die andere Seite. Boah, Digga, pass auf. Der Sprit schaukelt da drin rum. Schön den Tank in der Sonne stehen gehabt. Greif ihn gerade dort oben und nicht ablegen. Nee. Willst du hier reingreifen oder passt du? Hast es? Oh, da oben ist heiß. So, warte. Achso, warte, das muss hier rüber. Nee, heb. Warte. Halt den so schräg, wie die Maschine schräg ist. Du musst schon ein bisschen da rein wieder in die Kerbe. Aber du musst viel weiter so rüber. So? Nein. Das ist nicht. So. So, okay. Jetzt.
Langsam runter. Stopp! 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 Digga, ich sag stopp, du gehst immer weiter runter, Digga. So. So, Ventilation ist drin. Bisschen runter. Boah, warte, 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 da wird wieder tropfen wahrscheinlich. Hä? Digga, das Ding ist, ah doch, ist relativ voll, ja. Ich wollte gerade sagen, heul Eis. Aber es ist relativ voll, ja. Man kann sich auch das Leben schwerer machen, ne? Als es ist. Scheiße. Jetzt? Nee. Digga. Warte, ich mach den Stecker rein, dann kannst du theoretisch gesehen ablaufen. Warte. Welche? Digga. So, jetzt lass langsam runter. Erst vorne. Geht's? So? Ja, lass vorne runter. Ja, heb hinten an. Nur hier hinten anheben. Mhm. Weiter, ohne dass hier was anstößt. Das kannst du komplett runterlassen. Kann aber ist nicht eingerastet. Ist jetzt so. So, jetzt heb nur hinten an. Mhm. Noch. Stopp. Nee, ist zu weit hinten. Lass mal hinten und runter. Du musst vorne, ja, lass hinten runter und heb hinten an. Aber tu es erst einrasten lassen. Aber wo ist denn das? Warte, lass mich. Weil wenn du es zerkratzt, bin ich auf dich sauer. Komm ein bisschen vor. Genau, jetzt. Perfekt. Warte. Mhm. Hast du angeschlossen? Nee, Spritleitung noch nicht. In der Leitung ist nichts. Der einzige Sprit, der da ist, ist auf meiner Hand. Nee. So, jetzt heb nur vorne an, bitte. Ja. Warte, ich wisch noch ein bisschen. So, lass runter. Ich hab's. So, Leute, Tank ist angeschlossen. Stecker sind angeschlossen. Ja, Brudi. Ich hab's gerade so kurz. So, Tank ist angeschlossen, alles ist angeschlossen. Bisschen Spritverlust war. Ich lieb's ja, wie Sprit riecht, ne? Du auch? Mhm. Viele Leute lieben das. Und jetzt muss, theoretisch gesehen, alles ist angeschlossen. Theoretisch gesehen muss sie jetzt anspringen. Wollen wir testen? Ready? Schlüssel? Sag mir nicht, ich hab den Schlüssel daheim. Der ist da hinten. Ich hab noch eine Nachtkarte. Ah. Okay, und? Ja gut, Leerlauf? Ist Leerlauf. Ist Leerlauf. Ja, meinst du Zündung oder was? Ja. Siehst du was am Tacho? Ja. Hier! Hey, Digga, ich sag dir. Ich sag. So. Ja, aber ist nicht angeschlossen. Guck, piep dreimal, hast du gesehen? Piep, piep. Ja. Scheißegal, ein Scheißtausch und Akku. Nochmal hol ich das Security Kit nicht raus. Okay, Digga. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Der Stolz auf seinen Blöd-Action. So Leute, ab sofort nehme ich Kunden an. Massos Garage hat offiziell offen. Gerade per E-Mail dann melden, ne? Ja gut, dann... ja, dann alles, ja, wieder, ja, alles wieder fest und wunderbar, ne? Sehen wir uns gleich nochmal. Kann man gleich eine Runde drehen mit dem Ding. Auf jeden Fall nicht, ohne die Reißadapter-Dinger da. So Leute, es ist einige Tage später. Ich glaube, ich habe alles gezeigt in den Videos. Der Lenker ist auf jeden Fall verbaut, wie ihr sehen könnt. Es sitzt sich auch ziemlich geil drauf. Ich zeige euch das einmal kurz. So Leute, so sieht es aus, wenn ich auf der Maschine sitze. Ist jetzt nur kurz, ne? Das Video war jetzt einfach nur für den Einbau.
wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, kommt da auf jeden Fall auch an, ich sage jetzt mal, Erfahrung, Review über den Reißer mit der Lenkerkombination hier. Und dann werde ich auch berichten, wie das ist. Also der Lenker ist jetzt ungefähr ein Tick unter meiner Schulter. Ich wollte ungefähr auf Schulterhöhe. Vielleicht ist ein Tick drunter auch besser zum Drücken in den Kurven oder so, dass das Blut da bleibt, wo es sein soll. Und ich finde es super angenehm, sage ich euch. Aber wie gesagt, wenn ich ein paar tausend Kilometer hinter mir habe mit dem Setup, dann wird es auf jeden Fall nochmal genauere Infos geben. So, jetzt habt ihr gesehen, wie es ungefähr aussieht, wenn ich drauf sitze. Wie gesagt, wenn ich ein paar tausend Kilometer hinter mir habe mit der Maschine, dann wird es auch ein gescheites Review geben. Und ich hoffe, der Einbau hat euch geholfen. Ihr konntet so ein bisschen sehen, wie das Teil eingebaut wird. Bremsleitung, sage ich euch ganz ehrlich, macht es nicht selber. Das ist ein bisschen tricky. Bei mir geht es jetzt und so, aber es war nicht mein Verdienst. Und wie gesagt, macht es auf keinen Fall selber, weil schwierig. Da bin ich ein bisschen übermutig an die Sache rangegangen und es war keine gute Idee, sage ich euch. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal und ciao.